Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu Let's Play Hogwarts Legacy. Und wir sind ja hier vor der Felbarten-Schloss stehen geblieben. Wir treffen uns ja jetzt mit Natty. Und dann wollen wir noch keine Zeit verplempern, würde ich sagen. Wir beeilen uns und gehen dorthin zum Sammelpunkt. Und schauen mal, was uns jetzt hier erwartet an diesem Ort. Psst, hier drüben. Leise. Gut, dass dich meine Eule erreicht hat. Wir müssen in Deckung bleiben und still sein. Natty, was ist los? Was machen wir hier draußen? Wie versprochen, habe ich untersucht, was Harlow vorhat. Ich habe ihn in den Eberkopf verfolgt. Er hat einen Brief gelesen. Alles, was ich erkennen konnte, war die Unterschrift und das Siegel von Victor Rookwood. Und nachdem du meintest, dass Rookwood und Harlow hinter dir her sind, dachte ich, du wärst perfekt geeignet, um sie mit mir zu erledigen. Ein für alle Mal. Der Brief ist der Beweis, den Officer Singer braucht. Deshalb habe ich Harlow hierher verfolgt und dir geschrieben. Ich brauche deine Hilfe, um an ihn heranzukommen. Können wir nicht direkt zum Ministerium statt zu Officer Singer? Denkst du etwa, die hören auf Schüler? Nur Officer Singer kann eine Untersuchung einleiten. Das Ministerium kommt später dazu. Du scheinst Rookwood und Harlow unbedingt aufhalten zu wollen. Warum? Leute wie ihn kenne ich aus Uganda. Wenn man sie nicht stoppt, können schlimme Dinge geschehen. Das ist eine lange Geschichte. Ich erzähle sie dir, wenn wir mehr Zeit haben. Jetzt sollten wir tun, wozu wir hier sind. Ich helfe dir mit dem Brief, Natty. Freut mich zu hören. Zuerst müssen wir in den Bergfried. Ich gehe zum Haupttor. Such du einen anderen Eingang. Ich sehe zwar keine Wachen, aber wir sollten möglichst lautlos vorgehen. Harlow ist schließlich hier. Revelio. Okay. Dann heißt es lautlos voran. Und gucken wir mal, ob wir hier was finden. Revelio. Da finden wir was. Komm, Franco. Wir pulsen. Lumos. Lumos. Dann kommen wir hier durch. Aber hier ist nur eine Truhe, okay. Dann kommen wir hier nicht weiter. Dann müssen wir hier wieder raus. Protego. Das war der falsche Knopf. Das war auch der falsche Knopf. Let's go. Da oben müssen wir hin, also müssen wir hier lang. So, dann einmal hoch. Dann einmal hoch. Wir sollten vielleicht mal so. Dann sind wir ein bisschen vorsichtiger unterwegs. Was das wohl ist? Der Pulso. Das hat geklappt. Levioso. Depulso. Levioso. Revelio. Und so. Accio. Wingardium Leviosa. So. Machen wir das erstmal dahin. Zack. Da war nix drinne, schade. Levioso. Oh Gott. Revelio. So, ich muss einen Weg ins Torhaus finden, um Natty das Tor zu öffnen.
zu unauffällig. Okay, hier kommen wir nicht durch. Wie machen wir das am besten? Sackgasse. Ah. Es muss einen anderen Weg geben. So. Jetzt können wir nämlich hier durch. Aha, das könnte das Tor hochziehen. So, und wie kriegen wir das jetzt hin? Okay. Ich kann nicht glauben, dass ich aufschreiten muss, aber Schwachköpfe habt verstanden. Okay. Akio! Levioso! Ja, dann müssen wir jetzt wieder den. Depulso! So, so. Ah! Okay. So, so, so. Akio! Und so. Perfekt. Ich bin gleich da. Ich wusste, du schaffst das. Da lang. Ich übernehme die Tür. Hallo, Homura. Das ist der Hauptturm. Ich vermute, dass wir Halo und den Brief dort finden. Wir müssen vorsichtig sein, sobald... Ich höre sie. Haltet das Vieh fest! Wolkenschwinge! Kennst du diesen Hippogreif? Zurück zum Dach damit! Los! Na gut, neuer Plan. Ich hole die Beweise, du befreist den Hippogreif. Okay? Das ist unsere Chance! Los! Verdammt! Es muss doch noch einen anderen Weg aufs Dach geben. Irgendwo. Ich hoffe, ja. Nati hält sich aus Ärger raus. Mal schnell hier hoch. Wolkenschwinge retten und Nati retten. Die sind da, wo du nicht bist. Akio! Ringar Levioso! Revelio. So. Depulso. So. Jetzt müssen wir hier lang. So. Revelio. Akio. Wingardium Leviosa. Zack. Und Levioso. Nicht gerade der sicherste Ort. Danke. Das war knapp. Beleidigus Totalus. So. Revelio. Da oben sind noch mal welche. Aber wir versuchen natürlich wieder so viel wie möglich es geht einzusammeln. Wehe, wenn das ein Trick ist. Was war das? Montego! Verdammt! Perfekter Treffer! Pingo! Damit hast du Montego! Es scheint, als seist du stark unterlegen.
Incendio! Leviosa! Wie fühlt sich das an? Confringo! Und das! Lass das! Hey, Rodrigo! Wie über... Confringo! Confringo! Ah, netter Versuch. Incendio! Protego! Ist fast so, als schönes Confringo! Ah. Stufo! Confringo! Zack, weg. So. Mhm. Hallo, Homura. Das war jetzt nicht so clever. Egal. So. Zack. Revelio. So, hier ist eine Kiste. Dann müssen wir jetzt hier wieder raus. Ich hoffe, Nati hat es nicht so schwer. Schön wär's. Wenn wir es wissen würden. Wie es in Nati geht. Ja, zumindest würde das Ganze hier einfacher machen. Oh Gott. Du kehrst in der Holzkiste nach Hause. Okay. Leviosa. Tschüss. Confringo. No! Gestattet. Protego. Das war knapp. Incendio. Die Flammen verzehren dich. Levioso. Accio. Protego. Du hättest länger Zeit erwartet. Incendio. Confringo. Confringo. Das war gut. Confringo. So. Dann haben wir den jetzt auch fertig. Und müssen hier durch. Hallo, Homura. Und so. Dann einmal hier rein. Revelio. Oh nein, Deek hatte recht. Wir müssen euch vor diesen Barbaren retten. Wir lassen. Oh, das ist ein Nippler. Nippler will ich haben. Den nehme ich mit. Revelio. Die anderen können ja jetzt auch raus, also von daher. Das ja nicht ganz so schlimm. Revelio. Jetzt freien Geleit nach draußen. So. Hier können wir noch rein. Und da müssen wir durch. Ach, müssen nicht mal durch, aber hier haben wir ein paar Kisten. Vielleicht finden wir ja irgendwas. Könnt ihr euch das nochmal durchlesen? Könnt ihr ja ganz kurz Pause drücken, für die ich das zu schnell weggemacht habe. Und so. Dann müssen wir weiter hier hoch. Wolkenschwinge, alles ist gut. Ganz ruhig. Da seid ihr. Komm schon. Hallo, Homura. Mach schon. Ja, Kadabra!
Da ist der Hogwarts-Express. Muss eine außerplanmäßige Fahrt sein. Ob man uns wohl vom Schloss aus sehen kann? Das ist unglaublich! Wirklich unglaublich, oder? Wie aufregend! Es war unglaublich, oder? Ich war nicht sicher, ob wir lebend rauskommen würden. Alles lief glatt. Ich hatte alles unter Kontrolle. Hast du den Brief finden können? Hab ihn Harlow einfach aus der Hand beschworen. Ich hätte nicht gedacht, dass er uns mit einem Todesfluch belegen würde. Das wird er nicht vergessen. Sei auf der Hut. Natürlich. Was stand in dem Brief? Dass Rookwood einen Phönix sucht. Keine Ahnung, wo er einen finden will. Aber er enthielt auch Harlows Befehle, im Schloss nach den Wilderern zu suchen. Genug, um Harlow mit den Verbrechen in Verbindung zu bringen. Ich bringe den Brief zu Officer Singer. Sie muss etwas unternehmen, wenn sie ihn sieht. Und jetzt sag mir, wo du diesen Hippogreifen begegnet bist. Ich kannte nur Wolkenschwinge. Und zwar dank Poppy. Poppy Sweeting kennt einen Hippogreif? War ja klar. Poppy wird erleichtert sein, dass Wolkenschwinge sicher ist. Ich habe die richtige Person gefragt. Mutter wird sich Sorgen machen. Ich muss los. Komm bald zu mir. Ich habe viel zu erzählen. Und damit haben wir jetzt Wolkenschwinge und können mit der durch die Gegend reiten. Und ich dachte, ich lasse das jetzt einfach mal komplett unkommentiert. Denn das war, fand ich, ein extrem schöner Moment. Und den wollte ich jetzt nicht damit verschwenden, darüber zu quatschen. Ich habe von einem Zauberer erfahren, der von Harlow schikaniert wird. Er kann uns vielleicht die nötigen Beweise liefern. Wir sollten gemeinsam mit ihm sprechen. Wir treffen uns bei ihm zu Hause. Okay. Wenn Sie Zeit haben, kommen Sie bitte in den Raum der Wünsche. Deke sagt, dass er Ihnen etwas mitzuteilen hat. Okay. Sie haben sicher Neuigkeiten bezüglich des Kobolds, den Sie erwähnten. Treffen wir uns doch in der Kartenkammer und besprechen die nächsten Schritte. Ich habe jetzt mal auf die Zeit geguckt. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch mal kurz den Raum der Wünsche. Und dann gehen wir das nächste Mal zu Professor Fick, würde ich sagen. Müssen wir das erstmal suchen? Da, sprich mit Deke. Dann nutzen wir mal die Schnellreise. Ich bin mal so faul. Hogwarts. Da oben. Und dahin. Und dann sprechen wir mal mit Deke. Ich würde gern mit Ihnen sprechen, wenn Sie kurz Zeit hätten. Hallo, Deke. Professor Weasley sagte, du wolltest mir mehr über den Webstuhl erzählen.
Hallo. Ja, Deke hat sich etwas überlegt. Er... Offenbar denkt der Raum, sie brauchen mehr Platz für Tierwesen. Wie Deke sagte, er hat da eine Idee. Deke weiß, wie sie die Kleidung testen können, die sie im verzauberten Webstuhl verbessert haben. Und vielleicht könnten sie dabei einem alten Freund helfen. Wie meinst du das? Ein Hauself namens Tops sammelt für seinen Meister in einer Höhle bei Hogwarts Blutegelsaft. Tops Meister lässt ihn nicht aus der Höhle und Deke weiß, dass es dort von Spinnen nur so wimmelt. Das klingt ja furchtbar. Ja, und Deke hat schon länger nichts von seinem Freund gehört. Die Kleidung aus dem Webstuhl hat vielleicht nützliche Verzauberungen. Deke dachte, sie könnten sie testen und nach Tops sehen. Ich verstehe. Überlass das mir, Deke. Ich finde Tops für dich. Oh, danke. Bitte sagen Sie, Deke, was Sie über Deeks alten Freund erfahren. Okay. Dann machen wir das in der nächsten Folge. Holen jetzt noch kurz die Tierwesen hier raus. Zack. Dann können die drei hier leben. Wir werden natürlich noch versuchen, noch ein paar mehr dazu zu bekommen. Aber dann haben die drei ein neues Zuhause. Und der Niffler bekommt jetzt auch nochmal ganz schnell ein neues Zuhause. Und dann würde ich sagen, machen wir in dieser, also für diese Folge, auch erstmal wieder Feierabend. Denn, wie gesagt, ich will das jetzt so 3 Tage hintereinander bringen. Erstmal das Let's Play. Also am Samstag und am Sonntag kommt nochmal was. Und dann, im Moment brauche ich ihn für nichts. Will ich jetzt die Folgen nicht so sehr extrem in die Länge strecken. Ich finde da 22 Minuten ist eine gute Länge für diese Folge. Vielleicht mache ich am Samstag ein bisschen länger oder am Sonntag. Je nachdem, schaue ich mal. Ich hoffe, euch hat dieses Video trotzdem gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt von Hogwarts Legacy, würden wir uns tierisch über ein Abo freuen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Donnerstag und wir hören uns dann am Samstag. Ciao.